So, weiter geht's hier bei Minecraft. Server. Vorstellung. Oder wie auch immer man es sagen kann. So, auf alle Fälle waren wir ja hier letztes Mal bei der Bäckerei. Dann haben wir hier oben noch die Mühle gehabt. Und, oh, ein Blitz und Donner hier. Mei, oh mei. Und hier oben haben wir dann. Auf einmal schönes Wetter. Das ist ja ein Ding. Der Götterturm ist jedenfalls hier oben, wollte ich euch mal sagen. Götterturm, vielleicht haben wir deswegen schönes Wetter, weil wir hier im Götterturm angekommen sind. Also hier kann man ein bisschen, naja, beten halt, sage ich mal, ne? Genau, so, dann haben wir hier diesen Weg nach drüben zu diesem anderen Turm, den haben wir ja schon gesehen. Dann haben wir. Schwuppidiwupp. Gott, ein Riesenbaum hier, ey. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Wie groß ist denn der Baum hier, Leute? Hier ist denn der so gewachsen? Na, das bezweifle ich, aber es macht ja nichts. Dann haben wir hier unten. Ach nee, warte mal, hier hinten haben wir noch was. Guck mal, hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Wupp. Da haben wir nämlich noch was. Und zwar. Die Apotheke. Tränke aller Art. Genau. Sie kann man sich austoben. Heute im Angebot Heilung. Zum Beispiel haben wir heute Angebot Heilung. Und dann haben wir hier Tränke ab 20 Euro. Aber die Heilung ist heute im Angebot. Sag ich mal so. Und dann kann man hier mal gucken. Haben wir hier nämlich auch. Oh, einen schönen Bogen zum Beispiel. Also hier ist alles vertreten. Was das Herz begehrt. Die Tränke im Angebot sind hier. Oder? Nehmen wir es mal an, dass die hier sind, genau. So, dann haben wir hier. Was ist denn das für ein Bild? Eine Türe. Das quält mir aber nicht. Muss ich jetzt mal kurz ändern hier, Leute. Also das muss ich jetzt mal hier. Zack. Das finde ich jetzt viel schöner so. Also es tut mir leid, aber das muss ich jetzt mal. Musste ich jetzt mal tun. So, dann haben wir hier noch verschiedene Truhen mit verschiedenen Verzauberungszeug. Spinnenaugen. Dann haben wir hier. Ach du meine Güte, Bacchanalcreme, Melonenstaub. Und hier Goldklumpen und da hinten, was haben wir hier? Knochenmehl, Zucker, Hasenpfote. Was hier alles gibt. Mei, was hier alles gibt. Und dann haben wir hier unsere Verzauberungs Wasser, Tränke oder wie auch immer. Unsere Braustände hier. So, da können wir mal jetzt hier, warte mal, ich müsste es echt mal, ich möchte es gerne mal ausprobieren wollen. Wir haben mal hier so ein leeres Teil. Und dann haben wir hier, was haben wir jetzt hier rein? Moment mal. Dreimal Dinger hier und hier oben irgendwas oder was? Das muss ich jetzt mal gucken hier. Ich will das jetzt mal gucken, wie das, ob das funktioniert. Nehmen wir halt einmal das hier, oder? Ich weiß jetzt nicht. Nochmal ausprobieren. Das jetzt hier reinlegen? Nee, das geht ja gar nicht hier rein. Ach, vielleicht ist das, Moment. Also mit Verzauberung habe ich es nicht so. Lohnenstaub. Sieht aus wie Lohnenstaub, oder? Ah ja, genau. Und dann tue ich hier eine Flasche rein. Und hier eine Flasche. Und da eine Flasche. So, und jetzt? Ach, hier oben noch was rein. Ach so, Moment. Da oben muss noch was rein. Da ist doch das Spinnenauge jetzt. Ah, jawohl, und jetzt? Moment, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was passiert denn jetzt? Man sieht gar nichts. Fehlt denn jetzt noch was, oder wie? Auf alle Fälle funktioniert das irgendwie so, ne? Irgendwie, sage ich mal. Aber ich habe keinen Plan. Da muss ich mich mal schlau machen, wie das funktioniert hier. Das weiß ich jetzt echt nicht im Moment. Ansonsten ist es eine feine Sache.
Aber eine richtig feine Sache. Sag ich mal. Gut. Da fliegt der Dumme das Zeug wieder wegräumen hier, was wir jetzt genommen haben. Wir sind ja nicht so. Wir räumen schon auch wieder auf, oder? Wenn wir hier was hier verräumen hier, das machen wir auch nicht. Auf alle Fälle gibt es hier viel Verzauberungszeugs, Materialien und hast du nicht gesehen und ne, und so weiter und so fort. Und hier haben wir nochmal einen. Oh, was ist denn das Schönes? Einen Braustand. Ach, Wasser muss da rein, oder was? Ach, guck mal, jetzt hier. Wasser und Lederwarze. Und es kommt raus. Seltsamer Trank. Ah, okay. Also wenn ich jetzt hier so drücke. Ach, guck doch mal. Ach so, da muss. Ach, jetzt verstehe ich. Da muss, glaube ich. Na gut, nicht so schlimm. Also hier muss auf alle Fälle. Kann ein seltsamer Trank. Den nehmen wir gleich mal eine. Mal gucken, was passiert. Ach, da passiert gerade nichts, ne? Weil ich nicht in diesen Modus bin. Ach Gott, wenn ihr wieder wisst. Ich muss jetzt mir überlegen, was ich da eingib. Ich weiß jetzt gerade nicht. Vor Schreck. So, hier haben wir jetzt dann noch verschiedene. Ach so, wenn ich jetzt hier drücke, dann ist das hier oben drin, oder was? Ach so, da ist jetzt Kugelfisch drin und dann macht es das dann hier drauf, oder was? Ach, jetzt verstehe ich. Oh fuck, jetzt habe ich diesen Knopf weggehauen. Ah, meine Güte, der Knopf, der Knopf. Schnell wieder bauen. Dann bleibt man hier nur mit dem scheiß Glasblock hier weg. Das Glas hier weg. Ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir Kugelfisch. Trichter. Das ist das da hier. Also auf alle Fälle kann man hier schön Tränke herzaubern. Was haben wir hier? Ach, so ein kleines Bettchen. Für die Verzauberungen, ne? Genau, da kannst du hier mit Lapis Lazuli. Moment mal, das können wir auch mal abchecken. Ja, ich habe aber schon so viel gezaubert hier auf meinen Zeugs. Mal da mal hier dieses Diamantding. Ach so, nee, da kannst du die Namen umpflanzen, gell, glaube ich. Ich glaube, das geht ja hier gar nicht. Das geht ja hier gar nicht, Leute. Da muss ich ja. Da muss ich ja, was anders machen. Das ist ja wegen Namen, ne, glaube ich. Ach genau, jetzt die Erfahrungspunkte klatschen. Gut, den machen, brauchen wir ja nicht. Machen wir nicht. So. Okay. Jetzt brauchen wir für was anderes hier. Den Knopf brauche ich eigentlich auch nicht, aber gut. Mal den Knopf in der Tasche. So, also echt genial, hier, was du hier alles machen kannst, ne? Aber mit den Verzauberungen muss ich echt mal gucken. Was und hast du. Oh, ein verzaubertes Buchband. Ah, nicht schlecht hier, ne? Nicht schlecht. Das ist hier für diese. Ach, hier war das Lapis Lazuli. Da war das. Wir haben doch hier das Inventarmäßig alles da, Mensch. Machen wir dann mal schnell die Dinger hier. Genau, dann könnte ich jetzt hier. Behutsamkeit oder sowas draufklatschen. Oh, haben wir schon drauf? Guck doch mal. Na Wahnsinn, perfekt, haben wir schon drauf. Sehr schön, das ist supi, das ist supi. Kann man eigentlich hier drin lassen, ich meine. Oder geht es nicht? Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Na, so ein Mist. Das ist es hier, die Bücherei hier, eine kleine Bücherei zum Nachlesen dieser Formeln, sag ich mal. Sehr schön. So, hier haben wir das mit diesem Ding hier, mit diesen Trichtern. Okay, perfekt. Jetzt weiß ich gar nicht, was da eingeht mit diesem Modus hier. Boot 1, Boot 2, wie war denn das?
Ach, egal, Leute. Ist nicht so schlimm. Lassen wir das halt, wie es ist, ja gut. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier diesen dollen Verzauberungsladen entdeckt. Müssen wir mal den Ausgang wieder finden. Aber hier war doch noch irgendwas anders, dachte ich, ne, oder? Habe ich mich jetzt getäuscht? Nee. Passt schon, das war schon bloß hier. Nee, gut, das passt schon. Okay. Passt schon. Perfekt. Also ich finde es echt genial hier mit diesen kleinen Details wieder, ne? Okay, dann haben wir das hier gemacht, gesehen. Genau, dann machen wir nochmal hoch. Wo waren wir jetzt noch nicht? In diesem Eck hier. In diesem Eck waren wir ja, da hinten waren wir ja schon. Da waren wir, hier unten müssen wir weitermachen. Ja, machen wir da unten weiter. Auf alle Fälle ist hier hinten noch eine riesen Mine, wenn ich jetzt hier nochmal so lang krusel. Moment. Also hier geht's auf zu diesem Turm, ne? Genau, und hier ist diese Mine. Da ist er ja. Genau, da können wir nochmal reingucken. Genau, da haben wir die Mine mit verschiedenen Bahnsteigen. Und da hier kann man sich auch austoben. Und hier haben wir noch ein Ledertor. Ach, das war aber letztens noch nicht gewesen. Na egal, machen wir mal rein in den Leder. Sind wir auch schon angekommen. Und da haben wir hier so eine kleine Base gebaut. Mit Lager. Und ja. Ist gar nichts drin. Eine Sauerei. Ey, lass mich raus. So, dann haben wir hier, genial hier, ey, Leute. Genial. Diese Nieder. Kann man ruhig noch ein bisschen was hinbauen. Irgendwann müssen wir mal gucken, wa? Wo ist denn das Ding? Sehe es gar nicht. Na egal, das greift mich glaube ich eh nicht an. Also hier ist es richtig nice auch im Nether, aber wie gesagt, Körperwasser funktionieren hier nicht. Habe ich auch schon mal hier richtig kräftig verlaufen, Leute. Habe ich geh nicht mehr heimgefunden. Das ist ja echt fatal, oder? Sie haben mich einen angreift, greifen sie alle an, gell? Na, jetzt halt gerade nicht. Da habe ich Glück gehabt. Genau, hier kann man sich auch wirklich schön austoben. Ja, was haben wir hier oben? Ups. Noch so eine kleine Decke hier, ne, wie ihr seht. Genau. Ja, unser Nether halt. Unser Nether. Ja, ist schon richtig. Wo ist der Knopf hier? Ach, hier. Zack, rein und wieder raus. Und hast du nicht gesehen? Perfekt. So, was sind wir jetzt? Jetzt sind wir doch ganz woanders rausgekommen. Ah, oh, nein, jetzt bin ich wieder rein. Jetzt bin ich ganz woanders. Wo bin ich denn jetzt? Mei, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Was sagt er mal? Was sagt er mal? Ich bin jetzt hier schon an drei Stellen gewesen. Gibt's denn mal einen Weg nach Hause? Was sag er mal? Was ist denn hier? Leute! Ach, Mano! Hier sind doch Treppen da hinten. Ich komm nicht durch. Mal die andere Seite wählen. Gehe ich mal so rum rein, weil ich hilft es ja. Ah, jetzt jawohl, perfekt. Ah, das ist ja ganz kompliziert, aber ich bin, glaube ich, irgendwo ganz anders jetzt rausgekommen. Oh, meine mal, die Post ist da oder irgendwas. So, jetzt sind wir da. Also, wir sind jetzt auf alle Fälle nicht da rausgekommen, wo wir waren.
Und zwar sind wir jetzt, ja, wir sind ja hier, sind wir rausgekommen. Ah, ganz woanders. Guckt doch mal, ganz woanders hier, Leute. Das ist jetzt blöd jetzt. Hier wollte ich ja gar nicht hin. Da wollte ich ja gar nicht. Aber es macht ja nichts. Wir können ja mal kurz hier überfliegen. Ich erkläre es später dann. Boah, es ist genial. Hier kommt mal das Riesenrad. Einmal frei. Genial. Wo waren wir denn? Ach, wir waren in der Mine gewesen. Genau, in der Mine waren wir da hinten. Gucken wir es ja gar nicht weit. Wir sind doch schon gleich da. Sind wir doch schon gleich wieder da. Ja, hier sind wir doch schon wieder. Perfekt. Perfekt, da sind wir doch schon wieder. Genau, hup. Stimmt, hier waren wir in der Mine. Jawohl, hier war es. Licht aus, jawohl. Spot on. Ach stimmt, die sind hier unten lang gelaufen. Hier haben wir dann die verschiedenen Zugschienen. So genau weiß ich bloß immer nicht, wo die hinführen. Das muss man einfach ausprobieren, wo wir rauskommen. Also gibt es echt viel zu entdecken, Leute. Aber wir gehen erst links. Da haben wir nämlich noch, hier unten ist nämlich noch was. Also hier unten haben wir nämlich noch so ein kleines Segelboot. Das ist mal gestrandet und ja, das kommt halt immer raus. Jetzt ist es halt da. Hier ist noch so eine kleine Farm. Mit Möhren, Kartoffeln und so ein Zeugs, gell? Da haben wir hier die U-Bahn U1 zum Theater. So, dann haben wir hier vorne noch, Pferdestall, einen kleinen Pferdestall mit Amboss. Ach, der Karl-Heinz, der Kasper ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass man den Pferden Namen geben kann. Das ist ja geil, oder? Ist ja sowas von geil. Karl-Heinz, komme ich noch mal raus, hey. Okay, ich bin wieder raus. Ach so, hier hätte ich drücken sollen, ne? Ich blödel. Perfekt, dieser Stall mit den, wisst schon. Slippies, Slippies, ach, was weiß denn ich. Wie die alle heißen. So, Pferdestall, genau. Dann haben wir hier oben noch, haben die neue Musik eingefügt oder was? Ich finde das ja gerade richtig genial. So, Gemüseladen ist hier drinne. Ist alles frisch, ne? Da sah ich schon mal alles frisch hier, Äpfel. Hier waren eigentlich auch immer Schilder gewesen. Aber ich glaube, die sind immer abgefallen irgendwie oder irgendwas war da gewesen. Irgendwas war da. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was ist das hier? Kürbiskerne. Dann haben wir es gelassen. Irgendwas war hier. Bug immer am Server, kein Plan. So, Kartoffeln, genau. Ofenkartoffeln und Kartoffeln. Alles vertraden. Naja, also hier hast du auch gut im Gemüseladen. Da komm runter hier, hopp. Ah. Gott, Charlotte. Ihr habt auch keine Folge, ohne dass ich mal gehen, ne? Drauf. So, das Schaf lassen wir leben. Hier hinten haben wir noch so einen schönen kleinen Park. Hier waren wir schon, genau. Hier ist noch so eine schöne Brücke. Also hier haben wir noch mal so einen schönen Park. Und dann haben wir hier noch Rüstung aller Art. Da können wir mal reingehen. Schau doch mal. Habt ihr das gesehen? Ist das nicht cool, ey? Ich finde sowas von genial. Diese. Halbe nackt. Diese Technik, ey. Rüstung aller Art. Genau. Ach, du Heiliger. Das ist ja voll austoben hier, ey. Ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Klatsch, perfekt, oder? Einwandfrei. Ich finde es echt cool gemacht. Wie diese Köpfe hier drauf, auch sehr schön, muss ich sagen. Wunder, wunder, wunderschön. Gehen wir mal hier die Treppen runter. Da haben wir noch so eine kleine Wartungsraum, Rüstungsständer. Ah, okay. Ah, hier oder was? Oh, Alter, Verwalter. Ach so, der Wartungsraum. Jetzt verstehe ich. Ach, das ist ja genial, oder? Das ist ja genial. Guck, da wird das dann hier hochgezogen. Weil da irgendwie den Dingern hier drauf. Oh, das ist geil, oder? Sauber, ey. Sauber, sauber.
Nicht schlecht, hey. Wow. Wahnsinn, also da hat er echt was drauf, ne? Da hat er was drauf. Oh, so ja wahnsinnig, tausend Bücher. Oh Mann, und die Rüstung. Alter Schwede, ey. Also hier ist was geboten, ne? Sag ich mal so. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt schon aufgenommen hatten, Leute. Vor lauter Spannung hier und allen drum und dran. Also ist echt genial. Hier ist noch so eine, ja, keine Ahnung, kleine Burg oder irgendwas. Genau. Durchgang. Ich glaube, hier ist auch mit Tagessensor irgendwas gemacht. Ja, wenn das dunkel wird, dann geht es runter hier. Das Tor. Müssen wir halt mal warten. Ach nee, ich könnte aber auch hier oder umstellen, ne? Ich glaube, da weiß ich das Ding. Nee, seltsamer Wert. Ach, was weiß ich, ist ja jetzt egal. Kommt, auf alle Fälle geht's so dann zu hier, wenn es dunkel wird. Und da haben wir dann Pech gehabt, wenn wir drinnen stehen. Wahnsinn. Also da muss ich echt immer mich wieder beschäftigen wegen mit. Ich glaube, da hat man mal irgend so einen Befehl eingegeben, einen Befehlsblock oder was, und dann kam das hier, kamen die dollen Dinge raus. Genau, also da hat er echt was drauf, ne, mein Bruder. Da hat er echt, ich habe gar keinen Plan bei sowas. So, was haben wir hier Hübsches noch? Bücher. Ach, die Kirsche, die Kirsche. Der Eingang von der Kirschen. Die ist ja geil. Guck doch mal hier. Geht's hier noch irgendwo rein? Ah, ja, genau. Die Särge und das Kreuz. Ist ja so geil. Kann man dann von den Verstorbenen das Bild hinhängen? Haha, ich glaube, hier gibt es auch irgendwo einen Geheimgang. Wo war der denn? Muss ich mir überlegen, wo war das denn? Wo war das denn gewesen, Leute? Oder ist es auf der anderen Seite? Es kann auch sein, dass es auf der anderen Seite ist. Möglich. Dass das da hinten war. Auf alle Fälle genial gebaut, wenn ihr hier so seht. Spenden hier rein. Jawohl, da kann ich glaube was rein tun. Spende hätte ich hier diese Axt anzubieten. Warte mal. Die kannst du mir wegen haben, hier die Spende. Weizen noch, wenn du willst. Ein Knopf hätte ich noch zur Auswahl. Ein paar Eier. Ich bemühe ein paar auch nicht hier. Hier den Stein kannst du haben. Polierten Stein. Also jetzt soll ich mal den Inventar wegen aufräumen hier. Haha. Genial. Zumachen hier. Waren wir jetzt hier jetzt schon drinne? Ich weiß nicht, vielleicht waren wir da schon drinne. Gut, dann gehen wir mal vor und dann müssen wir mal langsam mal wieder Folge beenden hier, Leute. Sonst wird es zu lang, aber irgendwo war doch noch ein Geheimgang, richtig. Also hier haben wir dann noch Taufpäckchen. Jawohl, das Taufpäckchen. Hier ist der Pastor. Mit seinem Redenbuch, jawohl, genial, oder? Wenn wir das hier so. Hier ist er ja der Pastor, oder? Ist das der Pastor? Ja. Klar, da nichts für dich anzubieten, mein Bruder. Wo war denn dieser Geheimgang, Leute? Das ist doch schon mal irgendwo gehabt. Bin ich da jetzt falsch? Hab gedacht, hier war irgendein Sarg. Den man dann drückt und dann ging was auf. Ach, hier hinten, jetzt sehe ich's. Was ging hier jetzt auf? Moment, was ging jetzt auf? Ach, hier hinten, jetzt, ja, jetzt sehe ich's. Schau doch mal hier, ein Geheimgang. Perfekt, oder? Ein Amboss. Ja, Geheimgang, das war da, glaube ich, genau. Das war der ja, wo ich denn jetzt den Hebel betätigt? Ach, hier. Alles klar, das war der Geheimgang. Ich wusste doch, dass ein Geheimgang hier war. Perfekt, Leute, perfekt. Ja, das war die Kirsche. Von innen. Jetzt können wir sie mal noch von außen angucken. Schwupp. Perfekt, oder?
Genial. Gebaut. Stimmt, hier waren wir. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt nächstes Mal weiter bei der Kirche. Und sage ich hiermit erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.